Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video werde ich euch nicht irgendetwas vorrechnen oder Formeln umstellen etc. Ich werde euch praktische Prüfungstipps zur NTG-Prüfung geben, die wahrscheinlich viele Probleme bereitet. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Also, ich werde euch jetzt 5 Tipps geben, die mir damals bei der NTG-Prüfung sehr hilfreich gewesen wären. Genau, es ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Jeder muss natürlich seine eigenen Erfahrungen machen, aber ich hoffe dennoch, dass es euch ein bisschen weiterhelfen kann. In meinem Fall hat es damals, ich habe sie durch Zufall beachtet, diese Punkte. Und mir hat es tatsächlich 15 Punkte mehr eingebracht. So, also Tipp Nummer 1. Übt die Formeln umzustellen. Das ist ein ekliges Thema. Ich persönlich kann es nicht so gut, sage ich ganz ehrlich. Aber übt es, weil das kommt immer, immer vor. Tipp Nummer 2. Ihr habt doch alle ein Formelheft bekommen. Dieses Formelheft dürft ihr vollkritzeln, so viel wie ihr wollt. Sprich, wenn ihr die alten Formeln umgestellt habt, schreibt sie euch doch gerne rein und überprüft das immer mal wieder. Wenn ihr in der Prüfung sitzt, bekommt ihr sowieso ein komplett jungfräuliches, ein nagelneues, das ziemlich identisch ist mit dem, was ihr schon habt. Die Seiten sind ein bisschen dünner und es sind ein paar Aufgaben oder halt ein paar Beispiele mehr dabei. Aber ansonsten ist es komplett gleich. Tipp Nummer 3. Wenn ihr die erste Aufgabe, die ist meistens eine Chemieaufgabe, während die letzte Aufgabe eine Statistikaufgabe ist. Ich habe viele alte Prüfungen durchgearbeitet und musste feststellen, dass die Chemieaufgabe und die Statistikaufgabe immer relativ einfach gehalten werden. Wenn es euch liegt, diese beiden Aufgabenbereiche, stürzt euch auf die. Die geben meistens zwischen 10 und 12 Punkten. Also das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll, sich darauf zu stürzen. Tipp Nummer 4. Wenn ihr eine Aufgabe nicht verstanden habt auf Anhieb, das kann ja mal vorkommen, wie bei mir in der letzten Prüfung, da war eine Aufgabe, da musste man eine Gasgleichung einsetzen und ich hatte einfach ein Blackout und wusste nicht, was die überhaupt wollen. Wenn dies der Fall sein sollte, überlegt nicht zu lange, weil die Zeit ist doch dann relativ knapp bemessen. Wenn dies der Fall sein sollte, geht zur nächsten Aufgabe und guckt, dass ihr diese dann macht. Erst wenn ihr alle Aufgaben, also die ihr könnt, erledigt habt, kümmert euch um die, die ihr von auf Anhieb nicht verstanden habt. Das, ja, das bringt euch den einen oder anderen Punkt extra. Tipp Nummer 5. Wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt, die ihr könnt, und an die rangeht, wo ihr keine Ahnung von habt, dann traut euch einfach, schreibt alles Mögliche auf, was ihr dazu wisst, beziehungsweise was euch dazu einfällt. Sprich, bei Elektrofragen, da war, ist es hier Uri oder irgend sowas, macht Annahmen oder Vermutungen, rechnet irgendetwas vor, vor allem schreibt so viel hin, wie ihr könnt, weil die Prüfer, die prüfen wohlwollend und wenn auch nur ein Hauch von Richtigkeit in eurer Antwort steckt, bekommt ihr Punkte dafür. Wenn ihr nichts hinschreibt, bekommt ihr keine Punkte. Ganz einfach. Bei mir hat es durch diese Art tatsächlich dazu geführt, dass ich ca. 15 Punkte mehr bekommen habe und dadurch die NTG-Prüfung geschafft habe, sogar relativ gut. Also das wäre mein Tipp für euch. Wenn ihr diese Tipps einigermaßen befolgt und natürlich übt, dann müsst ihr vielleicht nicht mehr so viel Angst haben vor der Prüfung. Okay, das war es soweit von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück und ja, bis zum nächsten Mal, ne?